Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Blaulichtmagazin. Heute geht es um die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg. Bleibt dran! Seit Mai 2021 gibt es hier in Augsburg die Feuerwehrerlebniswelt. In einer großen Halle auf mehr als 3000 Quadratmetern hat man hier jede Menge Attraktionen für Jung und Alt vorbereitet und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Und das schauen wir uns heute an. Ja, in dieser Halle verbirgt sich ganz, ganz viel, was mit Brandschutz und mit Feuerwehr zu tun hat. Im Wesentlichen haben wir versucht, den Brandschutz den Leuten näher zu bringen durch interessante Ausstellungsobjekte, durch ein paar Mitmachstationen, wo man wirklich was erleben kann, wie zum Beispiel unsere Feuerwalze, dieser Flash-Over-Raum, um den Leuten was zu bieten, auf der einen Seite, dass sie eine gewisse Unterhaltung haben, einen Spaßfaktor vielleicht, aber sie können die Halle eigentlich kaum verlassen, ohne dass sie auch wirklich was gelernt haben, etwas mitgenommen haben und vielleicht auch darüber nachdenken dann, wie würde ich mich denn tatsächlich verhalten, wenn es bei mir zu Hause brennt oder wie ist es überhaupt bei mir zu Hause, wie sicher ist mein Zuhause, sollte ich vielleicht doch noch einen Rauchmelder ins Wohnzimmer machen oder nicht. Und natürlich auch Notruf, ein ganz wichtiges Thema, was wir hier behandeln, dass man den Leuten auch sagt, was sage ich der Feuerwehr überhaupt, wie sage ich es ihr, was ist denn wichtig? Ja, hinter dieser Tür verbirgt sich unsere Feuerwalze, wie wir sie auch nennen. Das heißt, wir haben hier einen 5 Meter hohen Raum und wir haben einfach die Technik benutzt, die es bereits gibt für Artenschutzübungsstrecken, wenn dort Flashover-Übungen gemacht werden. Das heißt, wir zünden eine Flamme, die an der Decke entlangläuft über den Köpfen der Leute. Und der Effekt ist sehr beeindruckend, zum einen die Flamme selber, zum anderen natürlich die Hitze, die man spürt. Und wir erklären den Leuten dabei natürlich, was da passiert. Die unvollkommene Verbrennung, die Entstehung des Kohlenmonoxids, was es damit auf sich hat. Und dass es eben extrem gefährlich ist, eine Tür dann aufzumachen, um einfach mal nachzuschauen, was ist dahinter. Weil wenn ich die Tür aufmache, dann kommt die Flamme, die ich hier 5 Meter über mir habe, natürlich direkt auf mich zu. Und was man hier lernen soll, ist eben, dass Feuer durchaus eine Gewalt hat. Das spürt man an den Ohrläppchen, die warm werden. Und dass man eben vorsichtig sein muss und nicht neugierig hinter diese Tür schauen, weil das könnte gefährlich werden. Wir haben hier 4 Räume aufgebaut, wo wir Exponate reingestellt haben, die mal gebrannt haben. Zum Beispiel vorne in der Küche, da steht ein Toaster, ein Verbrannter, eine Mikrowelle. Oder im Kinderzimmer, da ist ein kleines Bett, wo ein Brandfleck in der Decke drin ist. Oder hier stehen wir im Wohnzimmer, im Ausgebrannten. Und in jedem der Räume läuft ein kleiner Videofilm, der passend zum Thema erzählt, was da passiert ist, warum es passiert ist und wie man es verhindern kann. Und man geht eben so nach und nach durch diese Räume durch und schaut sich die Filme an und hat dann, wenn man rauskommt am Ende, hoffentlich ein bisschen was gelernt, was man in seiner Wohnung noch verbessern könnte.
das große Thema, Überschrift vorbeugender Brandschutz. Dazu gehören eben auch Feuerlöscher und Rauchmelder, selbstverständlich, gerade auch im privaten Bereich. Also hier kann man sich Feuerlöscher anschauen, welche verschiedenen Arten gibt es, wozu sind sie gut, was können sie überhaupt. Und beim Thema Rauchmelder natürlich ganz wichtig, der Appell trotz Rauchmelderpflicht. Manche haben immer noch keine oder sie liegen zu Hause im Schrank, die man schon immer mal irgendwann an die Decke schrauben wollte. Beziehungsweise in Bayern ist es so, Flure, Kinderzimmer, Schlafzimmer, übers Wohnzimmer, übers Homeoffice steht im Gesetz nichts drin. Und da wären die Dinger ja durchaus auch sinnvoll. Das heißt, wir wollen den Leuten einfach erzählen, es sind Lebensretter und in diesem Falle gilt, viel hilft viel. Daneben kann man aber auch Dinge anschauen aus dem Industriebereich, eine Brandmeldezentrale, wo man auch mal den Knopf drücken darf, diesen berühmten schwarzen, den man ansonsten eben nicht drückt. Da kann man mal schauen, wie viel Wasser wirklich aus so einem Sprinklerkopf rauskommt. Ein Rauchansaugsystem, das man mal ausprobieren kann, etwas, was nicht ganz so verbreitet ist vielleicht. Und dann gibt es noch einiges über Brandschutzverglasungen, über Bestandteile des Brandrauches, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Sprinkler, alles, was eben in diesem Bereich irgendwie eine Rolle spielt. Und auch Wandhydranten, Löscheinrichtungen für Laien haben wir hier aufgebaut, um den Leuten eben zu sagen, der Schlauch ist für euch, nicht für die Feuerwehr, sondern den dürft ihr auch benutzen, wenn es brennt. Das Ganze wird noch ergänzt durch einen Seminarbereich. Zum einen bieten wir Brandschutzhelferlehrgänge an, also diese nach den Vorschriften der DGUV mit der Theorie und der Praxis natürlich, wobei wir hier in gewissem Umfang natürlich ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil wir können das, was andere eben nur in einer PowerPoint-Präsentation zeigen können, hier tatsächlich in natura zum Anfassen zeigen. Wir wollen das auch weiterentwickeln im Laufe der Zeit in Richtung Architekten, Bauherren und so weiter, Vorschriften und so, da sind wir noch dran. Und es gibt hier noch einen Bereich, der sich mit Arbeitsschutz, Unfallverhütung ganz allgemein beschäftigt, wo man eben auch über Gehörschutz, über Augenschutz und solche Dinge sich informieren kann und anschauen kann, was gibt's denn da und wie sind die Vorschriften und so weiter. Also Feuerwehr, Brandschutz, das große Thema oben drüber, aber viele Randbereiche sollen mit abgedeckt werden. Wir wollen ja nicht nur den Leuten Wissen eintrichtern, sondern die sollen sich ja hier auch wohlfühlen. Und zum Wohlfühlen gehört, wenn man hier 2 Stunden rumgelaufen ist und hat viel gelesen, viel ausprobiert, dass man sich auch mal irgendwo hinsetzen kann, kann sich ausruhen, kann einen Kaffee trinken. Deswegen gibt es hier ein kleines Bistro. Und nachdem wir natürlich auch viele Kinder als Gäste haben, die Feuerwehr begeistert sind und vielleicht dann auch eine Erinnerung mitnehmen wollen, gibt es auch einen Shop, wobei es in dem Shop dann auch natürlich Dinge gibt wie Rauchmelder, die man mitnehmen kann. Wenn man dann überzeugt ist, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer wäre es doch sinnvoll, noch einen zusätzlichen zu haben, dann kann man den gleich mitnehmen. Man kann Feuerlöscher kaufen bei uns, man kann für Kindersicherheit Steckdosensicherungen, Kantenschutz zum Beispiel auch kaufen und für Feuerwehren gibt es auch noch ein bisschen was, vom Rettungsmesser angefangen über ein paar andere Teile, wie man so für die tägliche Arbeit brauchen könnte. Wie ihr seht, es gibt hier wirklich viele, viele Attraktionen für groß und klein und man kann hier wirklich einen ganzen Tag verbringen in der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut gerne auf der Website der Feuerwehrerlebniswelt vorbei oder kommt selbst hierher. Trotz Corona hat die Feuerwehrerlebniswelt weiterhin geöffnet und ihr könnt gerne vorbeikommen.